meine lieben Thermi-Freunde. Ja, heute kommt endlich mal wieder ein Salat. Und zwar machen wir heute zusammen einen Spaghetti-Salat. Ich mache heute auch nur die Hälfte Menge, da wir heute bloß zu dritt das essen und uns langt es. Ihr könnt es aber gerne alles in doppelter Menge machen. Ich schreibe es jetzt unten in die Infobox, so wie ich es heute mache. Mit der Hälfte, so reicht es für uns drei genau. Und zwar habe ich als erstes 250 Gramm Spaghetti ganz normal abgekocht. Und die habe ich halbiert, bevor ich sie gekocht habe. Damit sie nicht gar so lang sind, kann man sie besser essen, dass sie nicht so lang sind. Ja, die habe ich abgekocht und jetzt machen wir auch schon das Dressing. Und zwar braucht man eine halbe Gurke. Die habe ich jetzt in so Stücke geschnitten. Die kommt jetzt in den Mixtopf. Eine halbe Gurke. Und eine Paprika, da könnt ihr auch nehmen, welche ihr wollt. Ich habe mich jetzt heute für eine gelbe entschieden, auch in so grobe Stücke geschnitten. Kommt jetzt auch da rein. Das Ganze wird jetzt zerkleinert. 4 Sekunden auf der Stufe 4. 4 auf 4. Schauen wir es uns mal an, wie es aussieht. Ja, ist genau richtig von der Größe her. Ja, eine Paprika ist noch ein bisschen groß. Jetzt auch. So, und dann kommen wir auch schon zu der Soße, also zum Dressing. Das machen wir jetzt auch im Thermomix. Und zwar kommen rein 3 Esslöffel Sojasauce. Eins, zwei, drei. Dann kommen rein 2 Esslöffel Zitronensaft. Eins, zwei. Einen halben Teelöffel Zucker. Drei Esslöffel Olivenöl. Eins, zwei, drei. Und den Schmand brauchen wir noch, 75 Gramm. Da mache ich mir die Waage an. Macht auch nichts. Und das Ganze wird jetzt noch verrührt. Und zwar 10 Sekunden. 10 Sekunden Linkslauf und auf der Sanftrührstufe. Also wir drehen nur einmal kurz, bis der Kochlöffel kommt. Dass das nur so in sich 10 Sekunden verrührt wird. Seite alles. Schauen wir mal, ob es schon reicht. Nee. Machen wir es nochmal. Nochmal 10 Sekunden Linkslauf und die Sanftrührstufe. Ja, ich habe jetzt genau den Schmand oben dran. Das verrühren wir jetzt so noch mit dem Spatel ein bisschen. Ein bisschen Handarbeit kann man ja auch machen. Jetzt so. Und das Ganze kommt jetzt direkt zu den Spaghetti. Schaut mal, so schaut es jetzt aus. Bei mir war jetzt ganz oben dran der Schmand auf dem Messer. Drum hat er sich jetzt nicht richtig schön verrührt. Das geht mal jetzt direkt zu den Spaghetti dazu. So, und das wird jetzt bloß noch richtig schön verrührt. Jetzt ist es wichtig, dass ihr den Salat noch gut durchziehen lässt. Also bei mir ist jetzt wieder Vormittag.
10, ja, 9:45 ist es jetzt. Ich lasse ihn jetzt wirklich wieder ziehen bis heute Abend, dass der richtig schön durchzogen ist, weil noch schmeckt er wirklich nicht. Ausschauen tut er jetzt auch nicht so besonders. Wir hätten doch eine rote Paprika nehmen sollen. Aber das ist ja egal. Ihr könnt ja noch was Grünes dazu tun. So, den lassen wir jetzt noch durchziehen. Probieren wir mal. Der Geschmack ist da, aber wie gesagt, es muss noch durchziehen. Ja, das ist so mein Spaghetti-Salat, den es bei uns zum Grillen gibt. Ja, dann macht's ihn doch einfach nach. Ich würde mich freuen. Dann sage ich auch schon tschüss. Das war heute wieder ein schnelles Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ein Schmatzer gibt's. Tschüss, eure Tammy Manu.